Hallo, hier ist wieder der Stefan von Angels Share Whisky. Wir haben heute was Besonderes, zumindest was für mich Besonderes. Wir verkosten heute einen Whisky von den Lost Distilleries. Wir haben lange überlegt, ob wir Lost Distillery mit bei uns im Laden aufnehmen und haben uns jetzt entschlossen, das zu tun. Bin ganz ehrlich, ich habe bisher noch keinen im Glas gehabt und ich möchte jetzt mal mit dem ersten starten. Das ist ein Towymore Whisky von Lost Distilleries und wenn man so ein bisschen in die Geschichte der schottischen Whiskys schaut, dann stellt man fest, dass Towymore bereits im Jahre 1930, hier auf der Flasche steht 1931, also ganz genau weiß man es nicht, geschlossen wurde. Natürlich ist das jetzt kein 80 oder 90 Jahre alter Whisky, den wir hier haben, sondern Lost Distillery beruft sich drauf und sagt, das ist Whisky, wie er in der guten alten Zeit mal geschmeckt haben soll. Wenn wir zurückgehen ins 18. beginnende 19. Jahrhundert, dann beginnt dort die Industrialisierung des Whiskys und viele Distillen wurden im Laufe der Zeit geschlossen und bei Towymore war es der Legende nach wohl so, dass der Whisky sehr trüb war und er deshalb kaum Abnehmer fand. Ob der jetzige trüb ist, schauen wir mal. Wobei, das ist ja kein Ausschlusskriterium, denn wenn der Whisky eintrübt, eben nicht gefärbt und nicht filtriert ist, dann kann es eine Trübung geben und das ist manchmal ganz schön. Bei Signatory zum Beispiel gibt es die Very Cloudy Serie, nicht immer besonders gut anzusehen, aber sehr, sehr lecker. Und wir schauen mal, was hier der Towymore kann. Ja, da er nun nicht aus der verlassenen Distille Towymore ist, weil da auch nur noch wenige Gebäude stehen, die heute als Werkstätten genutzt werden, was haben wir da vor uns? Also, in der Classic Selection Lost Distillery wird gesagt, es ist a marriage of aged single malts, also sprich eine Vermählung verschiedener Single Malts und dementsprechend verschiedener Fässer aus verschiedenen Distillen. Wir haben also ein Blended Malt vor uns und wir haben einen sogenannten Premium Blend, weil eben nur Single Malt Whiskys miteinander verblendet wurden und keine Crane Whiskys. Das ist schon mal recht schick. Dann finden wir ein paar Informationen zum Gründer der Distille. Das ist in dem Fall der Peter Dawson, der 1854 bis 1938 gelebt hat. Ja, Towymore war in der Nähe von Dufftown und hier steht nochmal drauf, die Distille ist 1898 gegründet worden und 1931 geschlossen worden. Was verspricht man uns noch? Tasting Notes, Pfirsich, Vanille, Mandel und Ice Cream. Das klingt alles schon mal nicht ganz schlecht. Aber wichtig ist ja nicht, was wir labern, sondern was wir probieren. Deshalb machen wir den Patient mal auf. Wenn er denn so will, wie ich das will. Übrigens, sehr schöne Flasche, sehr schöne Verpackung. 43 Volumenprozent. Also nicht das unterste Maß für einen Whisky. Aber auch keine 46 oder 50. Mal sehen, was uns erwartet. Ich habe hier im Hintergrund übrigens nochmal die anderen Lost Distillery gestellt, die derzeit verfügbar sind. Und vielleicht verkosten wir demnächst mal was. So, also er hat eine recht dunkle Farbe. Kommt ohne Altersangabe und jetzt müssen wir mal schauen, ist er gefärbt. Es steht nichts auf der Flasche. Ja, also hier steht nur drauf Handcrafted Whiskies nach dem Stil von langgeschlossenen Distillen. Zu Farbe oder Kühlfiltration lässt man sich nicht aus. Ich denke mal bei 43 Volumenprozent wird er höchstwahrscheinlich filtriert sein. Zur Farbe schreibt man auch hier nichts. Da es sich um eine neue Abfüllung handelt und mittlerweile auf den Flaschen stehen muss,
dass sie, wenn sie gefärbt sind, gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir eine natürliche Farbe haben. Ich kann es aber jetzt nicht beschwören, weil es steht auch nirgendwo was von Natural Color. Also gehen wir mal davon aus, das ist die Originalfarbe, dann sieht das recht schick aus. Und wenn der Whisky jetzt nicht allzu alt ist, dann ja, könnte das durchaus eine europäische Eiche sein, vielleicht ein Sherryfass. Also wie gesagt, wir haben ein wunderbares Bernstein vom Ton her. Er zieht auch ordentlich Fäden, das heißt, hat eine gewisse Öligkeit. Das macht es schon mal interessant. So, vom Riechen her kommt am Anfang nicht viel. Eine gewisse Fruchtigkeit habe ich dann. Ich denke mal auch eine gewisse Jugend. Also allzu alt dürfte der Whisky nicht sein. Ja, man hat so ein bisschen Zitrusfrüchte. Die Vanille und den Pfirsich, wie es auf der Packung steht, habe ich nicht. Es kommt ganz im Hintergrund so ein kleines bisschen das Holz. Riecht alles sehr rund, nicht bissig in der Nase. Also auf keiner Seite, das Aromaempfinden als solches ist relativ gut, recht glatt. Das muss ja jetzt auch nichts Schlechtes sein. Ja, Slunch, wir probieren mal. Vom Körper kommt jetzt hier ordentlich Eiche und die Fruchtigkeit, die man im Geruch noch so ein bisschen hat, die findet man hier gar nicht. Ja, wie soll ich den Whisky beschreiben? Ich empfinde ihn jetzt als interessant. Also kein absolutes Highlight, aber auch nicht schlecht. Wer Tannine mag, ist hier gut beraten. Ich habe jetzt aber keine besondere Struktur, die auf Sherry, Port oder sowas deuten lässt. Ich finde nach wie vor den Pfirsich nicht, auf den hatte ich mich gefreut. Aber ist vielleicht auch immer beim Testen tagesformabhängig. Kommt mir recht rund vor. Das ist kein Whisky für jeden Tag. Also hat keine ausgesprochene Süffigkeit. Sowas, wo man sagt, sowas Leichtes, was man ganz schnell wegschlotzt. Ich hatte jetzt letztens zum Beispiel den Glenlivet Signatory da. Da würde ich mir am Abend zutrauen, eine halbe Flasche zu genießen. Das ist hier nicht der Fall. Also der Whisky will mitgenommen werden, der will bearbeitet werden. Ich könnte mir den Whisky sehr schön zu einer dunklen Schokolade vorstellen, weil wirklich das Holz, die Tannine sehr, sehr stark sind. Ich kann jetzt aber keine Fruchtigkeit feststellen für mich, keine besonders starke Komplexität. Was ich habe, ist Holz. Jetzt müsste man natürlich irgendwo einen Vergleich haben. Ich kann ganz, ganz schwer sagen, wie ein Tauimor ursprünglich mal geschmeckt hat. Und das ist bei einer Schließung in den 30er Jahren auch relativ schwierig. Wenn das der Geschmack der Whiskys dieser Zeit war, dann ist er interessant. Dann ist er sehr holzig. Dann ist er... Ja, ist wohlschmeckend. Also der Whisky ist, der ist nicht schlecht, aber der ist jetzt auch nicht wirklich ein Highlight für mich.
Also solltet ihr euch für so ein Tauimor von Lost Distilleries entscheiden, dann muss ich ganz klar sagen, einfach mal eine Runde probieren, mal die Kumpels fragen, was die davon halten. Ich habe für mich hier keine richtige Geschmackszusammenfassung. Ich werde es mal einigen Kollegen noch schicken, die vielleicht auch noch mal probieren. Eventuell sind die andere Meinung als ich. Ich mag ihn. Ich finde ihn lecker. Aber ich würde mich nicht den ganzen Abend an dem Whisky festhalten, sondern da trinkst du ein, zwei Gläser und dann ist es auch gut für den Tag. Ich denke, ein schöner Tagesabschluss. Ich glaube, das passt recht gut in die kalte Jahreszeit. Wir können mal noch gucken, was hier dazu geschrieben wird. Ich habe geschaut, er hat eine Goldmedaille bei der San Francisco Spirits Competition bekommen. Hat ein 92er Rating im Weinenthusiast bekommen und hat Gold bei der IWSC in Hongkong bekommen. Ob er von mir eine Goldmedaille bekommen würde? Ich denke, gute Bronze. Gold eher nein, aber nicht schlecht. Vielen Dank fürs Zuschauen und Slunch.